Tutorial 15, hurra! Ja, Joko hat seinen Hubschrauber fliegen lassen. Ich hoffe, er ist noch ganz. Ne? Vor 5 Jahren im Studio, Frank Montenbruck, Schauspieler und so weiter, bei Stromberg, richtig! Und bei Stromberg der Film. Ja, vor 5 Jahren hat also Frank Montenbruck und meiner einer Hubschrauber fliegen lassen. Das Schöne daran war, dass das Studio endlich sauber war. Also wir hatten so ein Brummer, so ein Riesending mit eingebauter, vor fünf Jahren schon, eine eingebaute Kamera. Ja, vorne war eine richtig fette kleine Kamera und das Ding haben wir dann hochgehen lassen und haben wir ja auch gezeigt. Ne? Also Frank Montenbruck damals, Monte on Tour, ja, mit eurem Medienkanzler war er ja da unterwegs. Und heute, 5 Jahre danach, ist natürlich so ein Superstar, ist klar, der zeigt euch jetzt, was Hubschrauber ja so darstellt. Ne? Ja, also ich kenne Hubschrauber nur, wenn sie abstürzen. Also wie gesagt, wir haben sie getestet, Frank Montenbruck und meiner einer im Studio getestet. Ich kann euch nur sagen, das war der größte Spaß, den wir uns je erlaubt haben. So, Tutorial 15. Ich habe also 3 vorproduziert, bin ja nun mal ehrlich, und habe auch wirklich live kommuniziert. Und ich habe mich erfreut, dass ich wirklich unter euch verweilen darf und schon so lange. So, ihr fragt euch, wer ist der Knilch? Ja, der Knilch, den gibt es schon seit 1974. Nur hatte der keinen Bock, ein Star zu sein, weil ich nun mal keine Hure bin. Denn nur Huren bieten sich an. Ne? Ihr versteht schon, was ich meine. Und ich habe auch keinen Bock, auf dem roten Teppich rumzulatschen. Mir muss der Teppich gehören, den ich dann ausrolle, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe keinen Bock darauf, mich vor der Kamera auszuziehen, damit ich gemocht werde. Nö, habe ich nicht. Ich bin nämlich derjenige, der die Kameras hat, der sie besitzt, der sie macht. Ich bin derjenige, der das Studio hat, ja, wo die Leute reinkommen und dann wieder rausgehen mit so etwas, was man Clip nennt. Ja, oder halt mit der allerneuesten Technik wie hier, könnte ich mir jetzt mein eigenes Fernsehen machen. Und das finde ich, ja, so geil. Also das ist ja Tutorial 15. Und wer das überhaupt alles verstanden hat, worum es geht, ja, das Kostüm, weil was anderes ist es nicht, die Haare nach oben, die fette Brille auf, die ich gar nicht brauche, ich sehe nämlich kaum was, aber egal, also, was wollte ich eigentlich gesagt haben? Ich wollte einfach gesagt haben, dass es Sterne gibt, die angestrahlt werden, ja, und wenn man den Strahler ausmacht, was bleibt dann von einem Stern eigentlich über, wenn man der Strahler ist?